Landen, landen, Leute, landen. Das war knapp. Heute zeige ich dir die erste sächsische Weinkönigin. Ist die alt? Nein, aber der Weinbau in Sachsen ist schon alt, nämlich mehr als 850 Jahre. Leo, ich hab Durst. Na dann nichts wie rein in die gute Weinstube. Hallo, herzlich willkommen in der Weinstube Erste Weinkönigin. Guten Tag, ich bin der Leo und hätte für meine liebe Lotte gern einen Wein, einen sächsischen. Da kann ich ganz besonders den Goldriesling empfehlen. Der wächst nur noch hier bei uns in Sachsen, obwohl es eine alte Rebsorte aus dem Elsass ist. Cool. Er hat sich bei uns gehalten, weil er im Frühjahr, wenn der Müller-Thurgau uns immer erfriert, er ist eine Kreuzung Riesling mit der Cordelier Musquet, sodass er im Frühjahr sehr spät austreibt und auch im Herbst der erste ist, der mitgelesen wird. Und der ist gut. Der 12er ist besonders gut, der hat auch jetzt eine Goldmedaille erhalten, ist auch nicht ganz so trocken, so wie unsere Gäste die Weine eigentlich möchten. Die Gäste kommen direkt gezielt hierher und möchten den probieren, weil es den nur noch hier in Sachsen gibt. Machst du den selber? Nein, den liefern wir in der Winzergenossenschaft Meißen ab. Die Winzergenossenschaft Meißen nimmt von 1500 Nebenerwerbswinzern die Trauben an und verarbeitet die und dann können die Winzer sich die als Flaschen zurückholen. Cool. Aber ich würde sagen, jetzt hole ich erstmal eine Flasche. Hallo, Frau Wirtin. Was ist denn das für ein Bild? Bist du das? Natürlich bin ich das, Lotta. Das ist 1990 nachgestellt. Ich war die erste Weinkönigin in Sachsen, 1987 bis 89. Und da ist das dann in Farbe nachgestellt, weil die Originalfotos nur schwarz-weiß waren. Da bist du sicher stolz, was? Aber warum lässt du das Foto so vergammeln? Ja, das ist der Elbe geschuldet. Das Bild hat zweimal unter Wasser gestanden. Einmal 2002 und jetzt dieses Jahr 2013 wieder. Und da bleibt das so dran, damit die Leute sehen, was hier so alles passiert. Das verstehe ich nicht. Wenn unser Nest nass wird, dann bauen wir ein neues dort, wo wir trocken bleiben. Nein, damit müssen wir leben. Das nützt alles nicht. Das ist dieser Lage geschuldet. Die Leute können mit dem Fahrrad hier reinradeln, sich hinsetzen, einen Wein genießen, was essen und dann weiterradeln. Ja, das kann ich verstehen. Lotte! Ich komme! Ein Wein wartet. So, Leo, das wäre jetzt der Goldriesling, die Besonderheit in Sachsen. Ah ja. Also mir schmeckt er vorzüglich. Probier mal. Köstlich, daran kann man sich echt gewöhnen. Du weißt aber schon, Leo, dass wir längst hätten weiter flattern sollen, ja? Termine, Termine, Termine. Oh, huch, nee, oh, das dreht ja, das dreht. Ja, Lass uns lieber laufen, ja? Hicks. Tschüss. Goldig. Tschüss.